Hallöchen, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ein bisschen im Stress. Ich habe zwar gestern schon angefangen aufzunehmen, allerdings habe ich nicht mehr geschafft, als meinen Sport aufzunehmen, den ich euch jetzt ganz kurz hier einblende, damit es nicht umsonst war. Jetzt habe ich meine Sachen gepackt und fliege nach München. Es ist nur ein kurzer Trip mit Göller und dahin nehme ich euch mit. Für so ein paar kleine schöne Einblicke. Und wenn wir nach Hause kommen, dekorieren wir oben mein Zimmer. Ich krieg mal wieder keine Luft. Genau, deswegen packe ich jetzt gerade meine letzten Sachen zusammen. Ich habe jetzt hier einmal meine AirPods aufgeladen und mein Ladekabel mitgenommen. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Ah, ich wollte noch eine Baby-Wärmflasche mitnehmen. Tada, da ist sie. Die habe ich mal von einer Zuschauerin bekommen. Die hat sie extra für mich bestickt. Das ist so süß. Genau, das ist meine Handtasche, die ich mitnehme. Ich habe hier meinen Sandro-Mantel. Der ist übrigens angekommen. Wer mein Farfetch-Video nicht gesehen hat, der weiß nicht Bescheid, worüber ich rede. Um euch kurz mein Outfit zu zeigen, ich habe ein Hemd von H&M an. Darunter habe ich so ein Kaschmir-Ding von Intimissimi an. Ich habe die schon Jahre und die sind wirklich die besten. Also die sind so weich und sie halten so warm. Ich werde mir gleich ein paar neue bestellen. Eigentlich wollte ich den Langarm anziehen, aber da ist mir leider hier oben eine Naht gerissen, weil ich das so gezogen habe. Aber die sind hauchdünn. Ihr könnt die unter eure ganzen Klamotten anziehen und die halten euch richtig, richtig schön warm. Und dazu habe ich noch eine Leggings angezogen von Naked. Die habe ich einfach aufgelassen an der Seite. Und jetzt ziehe ich noch meinen Mantel an. Dann können wir schon los. Also ich habe jetzt eine italienische 42 und sie ist trotzdem, finde ich, immer noch eine S, also weil sie wirklich eng ist an den Armen. Bin ich mal gespannt, ob ich heute Abend mit meinem Kleid da reinpasse. Das ist auf jeden Fall der Mantel. Ich finde ihn aber so, so schön. Ich frage mich tatsächlich, ob ich alleine gleich alles finde. Ich habe meine Bordkarte bei mir. Ich muss tatsächlich nur noch das Gate finden. Entschuldigt bitte, ich habe wieder einen Bonbon im Mund. Mir ist wieder übel. Ich habe es geschafft. Es ist ein ganz kleines bisschen dunkel. Ich bin aber im Hotel angekommen. Ich zeige euch jetzt mein Zimmer. Es ist nämlich so, so wunderschön. Ich habe ein Upgrade bekommen. Er meinte, du hast ein kostenloses Upgrade bekommen. Plus, du kannst das Zimmer jetzt schon beziehen. Was für mich perfekt war. Weil während des Flugs habe ich wirklich gedacht, ich muss mich übergeben. Mir war so schlecht. Das war nicht normal. Und deswegen, ja, zeige ich euch jetzt mal kurz das Zimmer. Bin froh, dass ich jetzt hier rein kann. Das ist das Badezimmer. Im Room sind die Badezimmer immer relativ dunkel. Das muss man dann auch beachten. Aber ich mag die trotzdem sehr gerne. Hier ist die Dusche. Und was ich so schön an der Dusche finde, ist, dass sie so eine Heizung hier drin hat. Also so ein Heizungsständer. Also eine Heizung? Eine Handtuchheizung. Hier ist einmal die Dusche und was ich auch super cool finde, ist, dass hier in die Dusche ein Spiegel eingearbeitet ist. Klar, das ist natürlich sehr viel Arbeit und Putzen und so weiter, aber irgendwie ist es doch cool, oder? Und dann kommt man hier rein, hier war auch die Tür verschlossen und ich finde auch diese Tür so schön. Also es war so, ich finde es voll schön, so als Trennung zum Beispiel zwischen Ankleidezimmer und ja, Schlafzimmer, finde ich das hier so hübsch. Dann haben wir hier rechts eine Bar, hier ist auch noch eine Minibar in der Schublade integriert. Und wir haben hier immer Wasser und Kaffee. Das ist natürlich recht für mich. Und auf der Seite haben wir auch nochmal das gleiche Regal, nur ein bisschen anders aufgeteilt. Und ich finde auch übrigens den Teppich so schön. Und dann drehe ich mich einmal um. Und das ist einfach mein Zimmer, Leute. Erstmal haben wir hier so einen schönen Marmortisch. Richtig hübsch. Dann habe ich hier Obst bekommen. Eine wunderschöne Stehlampe. Und diese Wände sind nicht von dieser Welt. Also sorry, aber so schön. Und diese Badewanne. Erstmal ist hier auch noch eine Stufe, was ich auch sehr, sehr schön finde im Schlafzimmer. Das kann man sich gießen lassen, ne? Haben wir im Kino unten auch gemacht. Und es ist nicht so aufwendig, wie ich dachte. Also das kann man sich gießen lassen und es sieht halt echt gut aus, ne? Und wenn man halt so einen langen Raum hat, der so groß ist, dann kann man sowas echt gut machen. Vor allem, wenn die Tür dann da ist. Dann ist es wirklich perfekt. Beautiful! Und dadurch, dass rechts und links Spiegel hängen, ist es, ich glaube, die Idee werde ich klauen fürs Schlafzimmer, weil das sieht so cool aus. Es ist so Infinity-mäßig hinter mir dann. Die Nachttische sind auch ein Traum. Die kompletten Tische mit dieser Lampe, wunderschön. Und hier diesen Samtgardinen, auch sehr, sehr hübsch. Nee, damit machen wir das Licht an und aus. Wie cool ist das bitte? Ich kann nicht mehr. Ich frage jetzt gleich mal die liebe Lisei, wann wir uns heute treffen. Und dann werde ich mal gucken, wie viel Zeit mir noch übrig bleibt, ob ich mir irgendwie einen Salat oder sowas bestelle aufs Zimmer. Und dann lege ich mich hin, weil mir ist wirklich sehr schlecht geworden. Also ich mache jetzt noch ein paar Sachen, die ich sonst bereue zu machen.
paar Fotos und sowas von dem Zimmer, von meinem Home-Kanal. Und ich fange ein Reel an, welches ich heute machen wollte. Und deswegen, das werde ich machen, sonst werde ich es wirklich bereuen wieder. Und danach chill ich eine Runde. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Ich hatte wirklich einen sehr schönen Abend. Allerdings war es sehr dunkel und laut zu filmen, wenn die neuen Puffers von Göla ankommen. Oder ich habe, glaube ich, eins zugeschickt bekommen. Ich glaube, das nennt sich irgendwas mit Rose. Und das roch so gut, weil eine Frau ist nämlich durch die Reihen gelaufen und hat auf einen Fächer das Parfum gesprüht und dann so über uns gewedelt. Und das hat so gut gerochen. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum das Licht so komisch ist. Ja, ich habe jetzt gerade gefrühstückt. Ich hatte hier einmal ein Rührei. Einmal hatte ich noch ein Avocado-Toast, aber mit pochiertem Ei. Ich hatte zwar gesagt nur ein Avocado-Toast, aber leider kam es mit einem pochierten Ei an. Und da war auch noch so ein Käse drauf. Ich weiß nicht, ob das pasteurisiert ist. Und deswegen habe ich mich nicht getraut, es aufzuessen. Aber ich habe das Avocado so runtergefallen. Also eigentlich habe ich nur so einen Rand übrig gelassen und halt leider das pochierte Ei. Salami habe ich natürlich auch nicht gegessen. Da lag Putenbrust und es ist eine Rindersalami. Die habe ich auch nicht gegessen. Dann habe ich eine Scheibe Brot und Pancakes habe ich auch noch gegessen. Ist halt ein bisschen schade, ne, in Hotels. Ich habe halt gesagt, ein Avocado bitte, das Ei muss durch sein und bitte nur eine Scheibe Brot und ein bisschen Putenbrust, aber die bringen dann natürlich alles, was sie haben. Ich werde es jetzt einmal aufräumen. Ich habe gestern mysteriöserweise in meinem Zimmer eine SIM-Karte gefunden und ein Glückscent. Den Glückscent habe ich behalten. Die SIM-Karte nehme ich jetzt mit runter und vielleicht gehört sie dem vorherigen Besitzer. Man weiß nicht, was hier abging. Genau, und ich ziehe jetzt meine Schuhe an, fahre dann zum Flughafen und fliege nach Hause. Was geht? Ich bin zu Hause. Leute, ich habe das total vergessen, weil bei einem Vlog baut sich das ja die ganze Zeit aufeinander auf. Ich habe, und das blende ich euch jetzt vorher ein, bevor wir hier die Pakete öffnen, ich blende euch jetzt was ein, was ich zusammen mit der Steffi gemacht habe. Steffi ist die Make-up-Artistin von Urban Decay, ein super lustiges und sehr, sehr cooles Mädel. Und ich habe schon mal was mit ihr gemacht und das kam so gut an, als ich das auf Instagram und auf YouTube hochgeladen habe, dass ich das nochmal hier in dieses Video integrieren möchte. Und zwar hatten wir eine Challenge. Wir hatten Erde, Feuer, Wasser und Luft. Und die Mädels haben gezogen, beziehungsweise Steffi hat gezogen und dann hat sie mir gesagt, was ich für ein Element habe und was ich dazu schminken werde und was sie für ein Element hat und was sie dazu schminken wird. Und dazu haben wir beide voll die coolen Looks geschminkt mit wirklich coolen Paletten, denn natürlich Online-Setting-Spray. Ich habe jetzt mein eines Mini leer gemacht, jetzt habe ich mein zweites Mini, hatte ich jetzt mit in Hamburg mit dabei. Und nein, Quatsch, das ist das Slick. Hier ist mein All-Nighter, beide super Sprays. All-Nighter ist natürlich der absolute Klassiker und mein absoluter Liebling und kommt immer am Ende auf mein Make-up drauf, damit es einfach nochmal gerade so glowy Looks macht, er dann nochmal so extra, ja, waterproof und wischresistent und sowas alles. Genau, und das Video blende ich euch jetzt einmal ein. Könnt ihr euch jetzt gerne angucken. Herzlich willkommen da draußen. Ihr seid hier ganz richtig, denn hier kommt eine neue Folge von Challenge Accepted und natürlich zum zweiten Mal mit dabei. Und ich freue mich riesig, die liebe Tara von Tamtam Beauty. Grüß dich, hi. Hi, wie geht's, Steffi? Ja, gut. Wie war dein letztes Jahr? Ist alles gut bei dir? Bei mir ist alles super. Also alles nochmal gut gegangen, so mit all dem, was wir zu tun hatten, oder? Auf jeden Fall. Also, ne, man denkt ja immer so ein bisschen aneinander und wenn man sich so lange nicht gesehen hat, ich freue mich, dass du wohlauf bist und ich bin super gespannt, was jetzt die Challenge für uns bereithält und ob du sie accepted sozusagen. Ganz bestimmt. Mit dir auf jeden Fall, liebe Steffi. So, Tara, und ich fordere dich jetzt nämlich heraus. Bist du bereit, die Challenge anzunehmen? Challenge accepted. Selbstverständlich. Dann erstmal als Erläuterung für alle da draußen und für dich auch nochmal, worum es denn eigentlich geht. Ja. Wir werden einen Look kreieren, der mit einem der vier Elemente, wir haben da ja Wasser, Feuer, Erde und auch Wind zu tun hat. Im Fokus dabei steht natürlich die neue Naked Cyber Palette und mit dieser wird dann dieser Look kreiert. Und damit es noch ein bisschen spannender ist, in alter Challenge Accepted Manier, haben wir natürlich einen kleinen Lostopf und da sind die vier Elemente drin. Und wenn du bereit bist, dann ziehe ich das erste los für dich. Mal sehen, was es wird. Ja! Okay. Bin neugierig. Tu es. Ich schüttle. Okay. Und also ich würde ja sagen, das passt ja heute eher hier mehr so zu meiner Fashion. Aber ich denke, du meisterst das auch richtig gut. Feuer ist dein Element. Ja, auf jeden Fall. Da sind Fällt dir da was ein?
Ja, total. Also ich hoffe, dass ich was Gutes hinkriege, so neben dir. aber vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Aber ja, auf jeden Fall, da ist ja Bite mit drin, dieser feuerrote, orangene, verbrannte Ton. Der ist wunderschön und ja. Dann ziehe ich mal noch mein los, mal sehen, was das wird. Und ich habe... Oha! Genau das Gegenteil, meine Liebe. Ich habe Wasser. Oh, ich bin gespannt. Bei mir wird es ein bisschen mehr smoky. Ich habe jetzt schon den Liner am Wickel, würde ich sagen. Mhm. Und gebe den einmal auf und blende den jetzt noch ein bisschen aus, weil den kann man auch schön als farbige Base einsetzen. Mal sehen, was es wird. Ich lasse es auch so ein bisschen auf mich zukommen. Aber dir ist jetzt auch schon weiter fortgeschritten, ne? Hast du schon eine zweite Farbe verwendet oder ja. Ist das alles immer noch der eine? Nee, ich habe tatsächlich mit Virtual ausgeblendet. Also ich habe auch mit dem angefangen und dann habe ich nochmal damit verblendet. Und das ist wirklich auch, ich dachte, er wäre noch viel leichter, aber er sieht wirklich richtig schön korallig aus. Also Augen-Make-up steht. Jetzt müssen wir nur noch den passenden Lippenlook oder die passende Lippenfarbe für unseren Look finden. Du hast Feuer, ich habe Wasser. Genau. Wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Plan? Ich habe mir tatsächlich gerade einen rausgelegt und zwar Elote. Ich sehe schon, du hast unsere neuen weiß Lipsticks, ja, die veganen. Ja, die neuen. Yes. Sehr, sehr cool. Ich bleibe hier bei meinem. Ich tappe den so ein bisschen. Die sind auch ganz cremig, ne? Mhm. Richtig toll. Ja, liegt daran, weil wir haben halt wirklich auch hier drauf geachtet, dass jetzt unsere Lippenstifte vegan sind. Nichts mehr mit Bienenwachs, sondern jetzt mit Avocadoöl und Aloe Vera in alter Manier von Urban Decay. Tierversuchsfrei, vegan. Natürlich. Ich meine, was willst du mehr, ne? Also richtig top. Ja, ich würde sagen, unsere Looks stehen soweit. Dann fehlt jetzt nur noch All Nighter. Würde ich jetzt hier auch noch mal eine kleine Herausforderung uns stellen. Das heißt, wir sprühen nur eine Hälfte des Gesichtes mit All Nighter Setting Spray an. Okay. Lassen das dann trocknen, mhm, und schauen dann mit Wattepad oder einem Taschentuch einfach mal, wie gut denn All Nighter eigentlich das Make-up fixiert. So, Tara, ich habe hier meine zwei Taschentücher. Bist du bereit für den finalen Check, ob yes, unser All-Nighter funktioniert? Ja? Yes. Na dann, lass uns mal ein bisschen rubbeln. Erst vorsichtig und dann, aber vielleicht, nein, wir müssen uns trauen. Wir rubbeln los. Wir rubbeln los. Schaut euch das an. Mit All-Nighter, ohne All-Nighter. Sehr, Wahnsinn, sehr gut. Ja, das ist nicht umsonst Stunden eine Ikone. Halt. Auf jeden Fall. Ja. Unser Holy Grail All-Nighter Setting Spray. 16 Stunden halt, ohne dass irgendwas verwischt oder verschmiert. Vegan, tierversuchsfrei, ohne Parabene, ohne Silikone, ohne Konservierungsstoffe und sowas von safe, wenn ihr wollt, dass euer Make-up hält. Ja, Tara, die Zeit, die rennt. Das ist Wahnsinn, wie schnell so ein Challenge Accepted schon wieder vorbei ist. Ja. Du hast auf jeden Fall bestanden und ganz vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Hat mir super viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Ich war sehr gerne dabei und immer wieder gerne. Und ich liebe es auch, dich als Brandface bei uns bei Urban Decay hier zu sehen und das auch bei uns hier auf dem Challenge auf Urban Decay Deutschland. Also, bis zum nächsten Mal, liebe Tara. Große Ehre, vielen Dank. Bis bald, würde ich sagen. Mach's gut. Bis bald. Bis ganz bald. Tschüss. Ciao. Ich habe übrigens von Urban Decay was benutzt. Habe ich schon lange nicht mehr benutzt, weil die es nicht mehr gepasst hat von der Hautfarbe, weil die so braun war. Aber wieder ein absoluter Favorit. Super, wirklich Tinted Moisturizer Foundation. Also ich würde sagen, so ein Mittelding. Man kann es sehr, sehr simpel, sehr, sehr einfach auftragen mit den Fingern. Dann ist das wirklich wie so eine getönte Tagescreme. Oder halt mit dem Blender. Und mit dem Blender klappt es mit jedem Blender wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe sie damals immer sehr, sehr gerne getragen. Habe sie euch auch sehr oft gezeigt. Habe sie mit diesem Real Techniques Blender eingearbeitet. Sonst benutze ich meinen eigenen Blender. Je nachdem, ne? Aber ich verlinke euch auch den Real Techniques. Der ist auch wirklich gut. Und diese Kombi mit... Bäcker gibt es ja bald auch nicht mehr und das bricht mir mein Herz. Sie sind wirklich, also ich hoffe, dass es nur ein Gerücht ist, aber ich habe es so gelesen, dass es sie nicht mehr geben wird. Diese Drops, ich muss sie mir nochmal bestellen, bevor sie leer gehen. Das sind die Glow Silk Highlighter Drops, ich glaube in C-Pop. Und zwar von Jaclyn Hill, die Ausgabe. Die ist so schön. Ich trage die aber allerdings mit meinem eigenen Pinsel auf. Dadurch, dass mein Pinsel rund ist
und für Puder und für flüssig sehr gut geeignet ist, trägt er den Highlighter auch so unglaublich schön auf. Also es ist wirklich kein, also Eigenlob stinkt, ich weiß. Aber es, ich habe so viele Pinsel, Leute, und nichts kommt an diesen Highlighter-Pinsel dran. So viele unterschätzen den. Du kannst so toll auftragen und dann so toll verblenden. Die drei Sachen verlinke ich euch in die Infobox, die kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Ja, ich werde jetzt ein paar Pakete mit euch aufmachen. Das Ding ist, ich mache jetzt diesen ganzen Haul als Hinweis rein in die Infobox, weil jetzt ist zum Beispiel was mit Nuscha und so weiter und so fort, aber das sind immer nur so kurze Abschnitte und da kommt immer wieder was. Also das eine Paket von meiner Freundin, dann habe ich bei H&M noch Sachen bestellt und bei Essence habe ich Umstandsmode bestellt und guckt in die Infobox. Ich werde es so machen, dass ich denke, dass es euch was bringt. Also ich habe jetzt hier mein Paket geöffnet. Ich habe das bei Nuscha bestellt und zwar ist es mein liebstes Shampoo. Ich bleibe da dem auch absolut treu. Ich habe da so ein paar Lieblinge, die bleiben auch Lieblinge. Und bei der Glamour Fashion Week waren die auch mit dabei. Und dann habe ich die Chance ergriffen. Ich glaube, es gab 20%. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Müsst ihr mal gucken. Wir haben hier zweimal die Pumpis. Das ist wirklich wie beim Friseur. Ich habe mir diese Riesenflaschen geholt. Habe ich vorher nie gemacht, weil ich irgendwie gedacht habe, ja, wo stellst du die auch hin und so, ne? Aber meine Mama hat die und die sagt, das ist wirklich, also du musst dann so lange dich nicht mehr darum kümmern, weil du hast einfach, wie sind es, 1,5 Liter? 1 Liter. 1 Liter Produkt pro Ding. Hier ist einmal der Soft Cotton Conditioner und wir haben hier einmal mein Gentle Care Shampoo. Ich habe mal irgendwas anderes benutzt und hatte hier voll die Pickel und ich bin nicht drauf gekommen, wovon das kommt. Und es war tatsächlich dann mein Shampoo, also das wechsle ich nicht, no matter what. Ich habe gerade noch ein, während ich mit Maya geredet habe, irgendwie noch ein Paket geunboxed. Und zwar eins von Jo Malone. Wir freuen uns riesig über deinen Support. Es geht nämlich um das ein World Mental Health Day. Ich habe noch nicht richtig reingelesen, muss ich ehrlich sagen. Aber die beschäftigen sich oder supporten diesen Tag. Für Menschen, die einfach Probleme, also mentale Probleme haben. Es geht ja nicht immer nur um körperliche Eingeschränktheit, sondern auch die Psyche macht sehr, sehr viel. Ich habe auch mich immer gefragt, warum die Leute so sich schwer tun mit Psychologen und sowas, weil ich mir denke so, it is what it is. Es ist halt, deine Seele ist noch ein Organ, finde ich. Also es ist, spielt eine große Rolle und wenn es ihr nicht gut geht, dann musst du mit jemandem reden. Das ist doch nichts Schlimmes. Also meine Eltern haben mich schon als Teenie zu einem Psychologen gebracht oder es kommt auch an Verhaltenstherapeuten oder, ich wollte Physiotherapeut sagen, das ist natürlich falsch, ich war auch schon bei einem, wie heißen die, Motivationscoach und so weiter und so fort. Und auch für Beziehungen, also da irgendwas wäre, würde ich meinem Partner das vorschlagen. Und deswegen, ja, ich habe auch schon Paaren, ich kenne einen, die ist nämlich sehr, sehr gut, bei der habe ich ein Motivationstraining gemacht und die macht zum Beispiel auch so Paartherapie. Warum denn nicht? Also, wenn dein Rücken wehtut, gehst du auch zum Arzt. Wenn dein Herz wehtut, nicht. Kann ich euch das Ganze mal gerne in die Infobox verlinken. Dann könnt ihr euch das sehr gerne mal anschauen. Und da habe ich eine Kerze bekommen. Einmal eine Orange Blossom Kerze. Und die riecht so lecker. Und sie sieht auch so schön aus. Ist richtig schön herbstlich, ne? Und deswegen, ja, ich werde die direkt mit runternehmen und unten anmachen. Ich habe mich gestern mit Victoria Swarovski unterhalten. Eine wirklich, also ich kannte sie vorher nicht. Ich kannte sie nur über Let's Dance, über die Moderation, als ich da mal zu Gast war. Aber ich kannte sie nicht. Also ich habe mich nie mit ihr ausgetauscht oder irgendwie mit ihr gesprochen und so. Und ich muss wirklich sagen, ich habe sehr viel Spaß mit ihr gestern Abend gehabt. Sie hatte einen ganz tollen Humor. Sie hat aber auch tolle Ansichten vom Leben. Und wir haben irgendwie so geredet, als würden wir uns schon lange kennen. Ja, also ich mochte sie super gerne. Und deswegen, ja, freue ich mich gerade total über das Paket. Sie hat mir nämlich erzählt von ihren Projekten. Und wir haben uns dann ausgetauscht. Ich habe ja auch dekorative Kosmetik rausgebracht. Sie hat Skincare rausgebracht. Skincare ist nochmal, ich finde, nochmal mehr Verantwortung. Und es ist auch nochmal schwerer zu bewerben, weil du es einfach nicht wie bei einem Lidschatten direkt zeigen kannst. Und sie hat mir dann halt die ganze Geschichte erzählt, wie sie auch ihren Mann immer dazu gebracht hat, das zu benutzen und dass sie wirklich nur das noch benutzt, weil sie wirklich sagt, das ist, sie steht da mit ihrem Gesicht dafür, also sie sagt auch, das ist meine Marke. Manche bringen ja auch eine Marke raus, ohne zu sagen, dass es ihre Marke ist, was auch absolut verständlich ist, weil es ein ganz hoher Druck ist. Und sie hat wirklich Clean Beauty rausgebracht und ich habe nämlich zu ihr gesagt, das ist
als Schwangerer tatsächlich nicht so easy, weil man darf super viele Inhaltsstoffe einfach nicht benutzen. Also es wird abgeraten. Und ja, dann habe ich zu ihr gesagt, mach doch mal so eine Schwangerschaftslinie. Und sie meinte so, nee, meine Sachen sind clean. Du kannst sie dir auch überall schmieren, das macht nichts. Und Ori May heißt die Linie. Wie gesagt, sie ist wirklich eine coole Frau, wirklich. Und sehr supportive. Also sie war auch so, wenn du deine Sachen rausbringst, sag mir Bescheid, ich unterstütze dich und so, ne? Dann haben wir über Interior gequatscht und so. Also es war sehr freundschaftlich, sehr schönes Quatschen. Und ich habe dafür jetzt einmal das Paket bekommen und werde euch auch alle Produkte in die Infobox verlinken. Ich habe sie mir gestern tatsächlich schon angeguckt, denn die sind auf Douglas erhältlich. Und ab Januar werdet ihr sie auch in den Stores kriegen. Und sie wird in allen Schaufenstern in Deutschland zu sehen sein. Das muss man erstmal schaffen, in dem Schaufenster ausgestellt zu werden. Das wünscht sich jede Marke. Eine andere Liga. Wir haben hier einmal die Pimp Me Up, das Pimp Me Up Facial Mist. Mega, das ist wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Packaging. Das enthaltene Aloe Vera Gel spendet Feuchtigkeit, kühlt, beruhigt die Haut. Natürliche Wirkstoff Glow. Aus Rosenblüten gewonnen wird, bringt den Teint zum Leuchten. Mega! Das hier ist der Cleansing Foam. Dazu dabei steht, weil das ABC der Hautpflege mit der Reinigung beginnt, der milde Reinigungsschaum mit Hyaluronsäure, Aloe Vera befreit die Haut porentief gründlich von Schmutz, Make-up und Rückschnitten sowie überschüssigen Fetten. Ich muss mal gucken, ob ich damit klarkomme, weil ich sehr gerne Gele benutze. Da muss ich mal schauen, ob das eine Sache für mich ist, weil ich benutze es sehr gerne auf dem Gesichtsbürste. Und ich habe das Gefühl, mit Schaum geht es nicht. Aber ich probiere das auf jeden Fall aus. Dann haben wir ein Lit CC Cream. Getönte Gesichtspflege ist immer eine gute Idee. Cool. Die werde ich mir hier hinlegen, weil die auch hier oben bleibt und ich sie ausprobieren werde. Dann haben wir einen Lip Booster. Auch schön gemacht, auch in so einem sehr hochwertigen. Ich glaube, das ist auch Glas. Also ich vertue mich nicht. Oh, ist sehr oily. Oh, wirklich ist sehr. Da sind wie so kleine Peeling-Partikel oder so drin. Man merkt, dass es natürlich ist. Es riecht nicht nach Parfum. Ich mache ein bisschen ein Spotlight The Color Correcting Eye Cream. Cool. Also nochmal ein CC-Cream, aber fürs Auge. Ein Moisturizer. Werde ich direkt benutzen, sobald meiner leer ist. Ich habe nämlich einen angebrochen und natürlich will ich erstmal den leer machen. Vegan, cruelty-free und clean cosmetics, also wirklich eigentlich alles, was man machen sollte. Dann haben wir hier noch einmal Shine Drops. Ha! Angereichert mit Hyaluron für Zellerneuerung, Kollagenproduktion und mineralische Pigmente, die das Licht so, die so ein bisschen reflektieren auf der Haut, sodass es aussieht wie so ein schöner Weichzeichner auf dem Haut. Auf der Haut, da bin ich auch sehr gespannt darauf. Vielen, vielen Dank, Victoria. Ich freue mich sehr und ich habe das alles super gerne benutzen. Und ich habe auf Douglas geguckt, die Preise sind wirklich sehr, sehr fair. Also ich habe erstmal gedacht, okay, es ist auf Douglas wahrscheinlich eher sehr hochpreisig. Und es ist halt auch Victoria Swarovski und ja, bla bla bla. Aber keins der Klischees wurde erfüllt. Es wurde in Europa, ich glaube, entweder in Österreich oder in Deutschland hergestellt, produziert. Es ist vegan, es ist tierversuchsfrei, es ist clean. Und deswegen war ich so, wow. Super. Ich habe gerade ein Reel gedreht, beziehungsweise werde heute ein Reel posten mit Schwämmen von Real Techniques. Ich muss wirklich sagen, ich mag die sehr gerne. Die zwei, die ich sehr, sehr gerne mag, zeige ich euch unten. Deswegen habe ich auch irgendwie so eine glowy Haut gerade. Einmal ist es, ich finde nur, man kriegt ihn sehr schwer sauber. Dieser grüne hier, der macht wirklich ein richtig schönes Make-up-Bild. Also mit meinem Gesichtsreinigungsprodukt geht es nicht so gut und es ist auch ein bisschen verschwenderisch. Mit der Handseife geht es nicht so gut. Mit meinem extra von Glow, dieser Magnet-Cleanser, geht es auch nicht so gut. Das ist extra auch was für Dings. Ich muss mir nochmal dieses Ding von Luvia bestellen. Ich glaube, ich mache das jetzt direkt. Ich hätte mal so eine Seife von Luvia. Die gibt es auch über Amazon. Und deswegen werde ich das jetzt mal kurz... Das ist so eine vegane Pinselseife. Und vielleicht geht es dann damit... Oh, haben die das ein bisschen verändert? Ich hatte die immer mit Lavendel. Ah, es gibt sogar eine, die mit dem Maxim Giacomo, sagt man das, oder Giacomo? Wie? Giacomo. Voll cool. Die mache ich mir in den Einkaufswagen, die kommt allerdings erst am Dienstag an. Bis dahin muss ich mich noch ein bisschen mit Seife begnügen. Das ist ja auch ein wirklich sehr cooler Typ, ne? Also, der macht so coole Reels und so coole Make-up-Looks.
Die bestelle ich. Vielleicht geht es dann damit noch besser. Mit den Seifen hatte ich eigentlich immer gute Erfahrungen und die haben auch ganz gut so gehalten. Aber wie gesagt, das kommt jetzt erst am Dienstag an und ja, mal gucken dann, wie die ist, werde ich euch berichten. Ich traue mich nicht so richtig, das Setting hier abzubauen, weil ich habe ein bisschen Schiss, dass ich doch nochmal was nachdrehen muss und dann hätte ich keine Lust, es wieder aufzubauen. Ja, als ich dann halt so viel Wasser in meinem Gesicht hatte, guck mal, zum Beispiel jetzt, ne, ist es schon abgeschwollen. Jetzt fühle ich mich auch nicht so voll und so wässrig und so. Klar, ich habe trotzdem immer noch die Kilos zugenommen, aber trotzdem finde ich, dass es viel schlanker zum Beispiel aussieht als in meinem Q&A über die Schwangerschaft. Da war das morgens, ich glaube um 8 oder so habe ich gedreht schon oder 7:30. Und da bin ich noch richtig, das sind auch bei nicht schwangeren Leuten die Lymphe voller Wasser. Und deswegen, wenn man dann halt liegt dann, und aufsteht, erst dann geht es dann langsam so runter. Und bei einer Schwangeren, dann dauert es noch länger. Aber diese Rosenthal-Quarzroller und so ein Zeug, das habe ich dann alles benutzt. Und ich habe da wirklich krasse Unterschiede gemerkt. Und dann habe ich mir gedacht so, why not? Vielleicht hilft es dem einen oder anderen von euch auch. Dann habe ich noch was von ASOS. Hier sind noch Pakete. Unten ist noch eins von Amazon angekommen. Ja, werden wir auch gleich mal aufmachen. Und so ein Riesenpaket ist noch angekommen von irgendwas Trade. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Es könnte Stuck sein, wobei die eigentlich Stuck in größeren Paketen anliefern und nicht in so schmalen, großen. Deswegen bin ich nicht sicher, was das ist. Bevor ich blablabla weitermache, räume ich jetzt diesen Raum auf. So, bleiben wir einmal kurz noch bei Gesichtspflege bzw. bei Rosenthal. Hatte ich euch ja vorhin schon mal ein bisschen was dazu erzählt. Wir haben jetzt hier einmal eine Maske. Das ist die Silk-Maske. Ist das richtig ausgesprochen? Dann haben wir hier diesen ganz klassischen Rosenquarzroller. Ich habe den schon, da habe ich noch in der Kölner Wohnung gewohnt, also mindestens, dann sind es mindestens 2 Jahre. Ja, der liegt immer in der Schublade vom Bad und die ist immer nass und da ist immer viel los. Und es ist nicht wie bei den günstigeren, es gibt ja auch natürlich von allem immer High-End und also so beide Kategorien. Und ich muss schon sagen, die günstigeren wackeln auch so ein bisschen und so. Das ist nicht so stabil und das ist auch nicht so, ich weiß nicht, qualitativ auch nicht so wie diese Rosenquarzroller. Die hast du wirklich in der Hand und dann denkst du so, ja, da habe ich was Gutes in der Hand. Also es ist sehr, sehr schön. Und dann habe ich einmal ein Organic Anti-Aging Serum, das heißt Bakuchiol Supreme. Man kann sich nämlich diese ganzen Serien aufs Gesicht geben und dann arbeitet man die sich so in sein Gesicht ein. Und ihr wisst ja, dass ich Skincare einfach liebe und dass ich mir dafür sehr, sehr viel Zeit nehme und dass ich glaube auch, dass die Haut das zurückgibt. Also von nichts kommt nichts und wenn ich sie nicht pflege und wenn ich nicht darauf achte und so weiter, dann sieht sie dementsprechend aus. Ja, deswegen mache ich das sehr gerne und nehme mir da sehr viel Zeit für. Kann ich euch mal gerne, wenn ihr da Interesse habt, wie ich mein Gesicht entschlacke und entwässere mit den Rosenquarzrollern oder den Gua Sha Steinen oder sowas. Ich hatte, glaube ich, auch einen Gua Sha Stein bestellt. Der ist jetzt nicht mit dabei. Das ist ein bisschen doof. Habe ich noch ein paar Sachen bei Calzedonia bestellt. Eine Hose hatte ich jetzt schon an. Einmal ein S und einmal ein M bestellt. Das sind so Umstandshosen. Finde ich sehr gut. Sehr gemütlich auch. Was ich auch cool finde, ist, dass immer ein Retour-Label mit dabei. Ich glaube, dass ich die Helle aber zurückschicke, obwohl M rutscht und S ist schon ein bisschen eng. Ich bin da so ein bisschen im so Zwischendings gerade. Und eine Leggings. Auch so eine Maternity-Leggings. Ich weiß nicht immer, was ich unten drunter anziehe. Also unten rum anziehen soll. Das ist ein bisschen drückend und nervig. So. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Das ist von meiner lieben Freundin Jenny aus Gummersbach. Ein Päckchen. Und das hat sie mir geschickt, als ich ihr erzählt habe, dass ich schwanger bin. Und bitte, wie hübsch. Diese getrockneten Blätter sind so schön. Diese weißen getrockneten Blätter. Oh mein Gott. Guck mal. Dann habe ich hier einmal einen Brief. Boah, was ist das bitte für eine schöne Karte? Mit so einem Metall-Dings vorne. Zufällig sieht man sich, man fühlt, man bleibt und nach wird man verflochten. Wenn man so drüber nachdenkt, wie schön ist das bitte geschrieben. Liebe Tara, dieses Paket soll eine kleine Aufmunterung sein. All das Schlechte, was dir gerade passiert, soll von dir ferngehalten werden. Sie hat mir das auch geschickt, als ich wirklich sehr traurig war, weil Social Media immer so, du bist voll dick geworden. Und ich habe wirklich Nachrichten bekommen, die mich einfach sehr traurig gemacht haben. So, friss weiter, du Schwein und so. Ne, klar, das geht an einem vorbei. Aber wenn du das so ein paar Mal liest am Tag, dann denkst du so, dann bist du schon traurig. Also als Schwangere bist du sowieso nochmal emotional und man muss wirklich schon keinen Charakter haben, um das einer Schwangeren zu sagen. Das ist schon sehr charakterlos.
Umso mehr solltest du deine Schwangerschaft genießen, denn diese Zeit kommt nie wieder zurück. Es ist zu kostbar, sie verfliegen zu lassen und zu wertvoll, nicht jede Sekunde zu genießen. Was dann eine wunderschöne Karte, wirklich. Also, sorry, ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Es kann sein, dass ich so komisch anhöre. Oh, wie schön. So schön schwanger. Meilensteine für die Schwangerschaft. Und dann holt man das hier so raus. Und da steht dann von der lieben Jenny alles Gute. Oh, seit heute weiß ich, dass es dich gibt. Wir bekommen ein Baby. Du bist jetzt kein Geheimnis mehr. Ich bin schwanger. 8. Woche. Ah, hier ist ein Erinnerungsalbum. Dann kann man das alles da so, oh, ich bin mal Gänsehaut bekommen. Voll schön. Und hier hinter kann man dann die Erinnerungen draufschreiben. Hallo kleines Wunder. Monatswechsel. Wir haben einen Namen für dich. Die Kliniktasche ist fertig. Ich bin in der 32. Woche, mein Gott. Dein Zimmer ist fertig. Und dann noch ein das Erinnerungsalbum. Ich habe ein Schwangerschaftstagebuch tatsächlich und muss es unbedingt anfangen. Als ich es bekommen habe, war mir so schlecht, dass ich definitiv nicht in ein Buch reingeschrieben habe. Du hast Schluck auf. Oh krass, das ist an das Baby. Oh, das ist an das Baby. Das andere ist an die Mama, also für die Mama als Erinnerung. Sehr, sehr, sehr schön. Auch so ein schönes Design. Kann ich euch nicht verlinken, weil es ein Geschenk war, aber ich denke, dass ihr sowas finden werdet, wenn ihr auf der Suche nach sowas seid. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal H&M auf und danach machen wir ASOS auf, weil ASOS muss ich, glaube ich, noch mit anprobieren. Let's do it. Ich stelle mich jetzt hier hin, weil es ein großes Paket ist und ich will es nicht reißen, weil falls es zurückgeht, ist es doof. So, wir haben ein paar Klamotten. Ich habe meiner Mama und mir Küssenhöhlen bestellt. Die sind nämlich binnen Sekunden immer ausverkauft und als ich die gesehen habe, war ich so. Das ist immer so ein Dreierpack. Meine Mama hat 6 Stück bestellt, also zweimal und für mich zweimal. Hier so ein schönes gestreiftes Beige und Weiß und dann einmal so ein Muster. Die passen halt perfekt auch zusammen, ne? Und einmal so, sehr, sehr schön. Ich bin ja Kissen verrückt, also das ist ja nicht normal. Dann habe ich Haken bestellt. Ich möchte nämlich unbedingt für die Küche. Ich habe Schürzen und ich will, dass die aufgehängt werden, weil die hängen jetzt die ganze Zeit über der Tür und das finde ich hässlich. Und deswegen habe ich jetzt so Haken, so rum. Und die müssen einmal an die Wand befestigt werden. Also mattschwarze Haken bei H&M Home bestellt. Fand ich sehr hübsch. Davon habe ich 2. Dann habe ich ein Samtband bestellt. Ich finde das voll schön, wenn man so Kerzen umwickelt oder... Ja, ich fand das wirklich sehr hübsch. Sehr schöne herbstliche Farbe. Ich will gerne so ein... weiß-beige-cremigen Mantel haben. Das Ding ist, ich will nicht, dass es aussieht wie ein Bademantel. Das ist schwer. Das hier ist das gute Stück. Sieht auf jeden Fall schon mal auf den ersten Blick schön aus. Hat auf jeden Fall so rosane Untertöne. Sieht man, glaube ich, den Unterschied. Das hat so gelbe Untertöne. Ist kühler und der ist so rosiger. Habe ich jetzt geholt in M. Hätte ich auch, glaube ich, in S holen können. Oh. Hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, dass ich den so mag. Oder was sagt ihr? Ich mache hier mal ein bisschen schön. So, dann könnt ihr das ein bisschen besser erkennen noch. Durch den Spiegel, finde ich, jetzt sieht man das besser so im Tageslicht. Also, er ist halt sehr oversized. Ne? Das ist jetzt nichts Enges, Tailliertes oder so. Er ist wirklich sehr oversized. Und ich mag die Ärmel. Ich finde das schön, dass die sich so... Kann man hier vielleicht so Armbänder anziehen? Oh, I like. Ich mag ihn. Ich ziehe ihn auf jeden Fall am Wochenende nochmal an mit einem anderen Outfit und gucke, ob ich ihn dann immer noch mag. Aber ich finde den wirklich elegant. Der hat so eine schöne, dieser Rosé-Unterton macht den sehr elegant. Das hier ist das zweite Teil. Es ist vielleicht ein bisschen basic und es ist nichts Besonderes, aber wisst ihr was? Das fühlt sich so gut an. Es fühlt sich so... Was ist das für ein Material? Recycled Polyester. Ich muss ganz ehrlich sagen, es fühlt sich richtig weich und so. Nee, ich finde es auch sehr schön, ehrlich gesagt. Also, ich habe jetzt eine Leggings angezogen. Die Leggings, die habe ich übrigens bei... Das ist die, die ich euch gerade gezeigt habe von Calzedonia. Das ist so eine Mom-Leggings. Also, die ist wirklich schön weit. Und stört auch nicht. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas Drückendes habe. Noch. Das dauert bei mir immer eine Weile. Aber ich glaube, ich würde es mit einer hellen Strumpfhose und Overknees anziehen. Ich habe so Overknees in so einem... Oh, danke, mein Jess. Es ist heiß. Ja. Wir müssen zwischendurch ein Stückchen trinken, ja? Danke, das tut mir... Guck mal, was ich gekauft habe. Ja, schön.
cool. Wie findest du dieses, also jetzt nicht mit der Leggings, aber wie findest du das? Genau, so mit so, so, also mit so Obernies und so Boots. Voll schön, ne? Ja. H&M. Das ist von H&M, fühlt sich an wie Kaschmir. Voll, ich mag das. Er findet es auch voll schön. Er hat mir gerade einen Tee hochgebracht. Und ich habe ihm zwei, drei Sachen gezeigt, die ich euch jetzt auch zeigen werde. Da ist das ein Cardigan. Das kann ich jetzt nicht hier drauf anziehen, weil die Ärmel so groß sind. Also so sieht der Cardigan aus. Auch sehr schön weich. Ich muss wirklich sagen, also Zara hat mich dieses Jahr nicht so gekriegt wie H&M. Und letztes Jahr war ich auch sehr, sehr, sehr H&M verliebt. Sehr, sehr schön. Das sind übrigens diese Sportdinger von Sloggy. Die sind so gut. Ich muss mir unbedingt mehr Farben bestellen. Ich vergesse es andauernd. Aber das ist ein so schöner, so weicher Cardigan. Ich hätte ihn allerdings auch noch eine Nummer größer nehmen können, damit die Ärmel noch ein bisschen, wisst ihr, damit ich noch so ein bisschen mehr ziehen kann. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe es in S bestellt. Ich werde mir, wenn es eine andere Farbe gibt, werde ich mir den, oh, der ist richtig weich. Habe ich diese Rassel hier bestellt? Ich finde das so schön, da. Das ist so, das ist alles noch neutral. Also alles, was ich jetzt geholt habe, ist sehr, sehr neutral, finde ich. Und dann habe ich auch passend diese Spieluhr geholt. Die finde ich voll süß, weil ich das Zimmer eh so kindlich machen werde. Also ich werde da jetzt keinen super, super modernes Ding, sondern ich will was wirklich Gemütliches und Schönes und so. Dann, ich glaube, für 6 oder 7 Euro war das hier ein Sale. Das habe ich mir zum Schlafen geholt. Einfach ein ganz einfaches Baumwoll-Shirt, womit ich schlafen kann, ohne dass mich was zwickt und drückt und nervt und mir ist dann heiß und weiß ich nicht was. So, wir haben jetzt einmal hier dieses, ich hab jetzt, bin bei ASOS, H&M ist abgeschlossen und ich glaube, H&M geht diesmal auch nichts zurück. Normalerweise schicke ich immer irgendwas wieder zurück, aber die drei Teile an Klamotten, die ich da hatte, sind wirklich alle sehr schön und sehr hochwertig gewählt. Und das sollte nicht ins Bild. Das hier habe ich bei ASOS geholt. Tatsächlich muss ich sagen, dass es nicht angenehm ist auf der Haut, also direkt auf der Haut. Es ist eher wie so ein, das kann man auch offen tragen, aber ich würde tatsächlich meine Intimissimi Kashmir Langarm-Shirts drunter tragen. Die sind ja super bequem. Da kannst du machen, was du willst. Die sind so angenehm zu tragen. Und die trage ich dann immer, wenn irgendwas sehr unangenehm ist und trotzdem schön ist. Also etwas, was ich halt nicht zurückschicken will. Und ich finde, dass die Bluse, beziehungsweise dass dieses Hemd ganz cool ist. Was ich nicht so cool finde, ist, dass das Muster auf der Brust anders ist. Das finde ich ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen besser. Also es ist so ein bisschen, ich mag das. Ich mag auch die Länge. Ich mag, dass ich das jetzt nicht so, dass ich das einfach tragen kann, ohne dass man jetzt so richtig nur Bauch sieht. Ich bin ein kleines bisschen unentschlossen, beziehungsweise nicht sicher. Ja, bevor mein Tee kalt wird, wie immer. Ja, ich bin ja so ein bisschen unentschlossen. Ich mag es und ich glaube, dass es auch sehr chillig ist. Von außen ist es wirklich sehr, sehr, ein sehr, sehr angenehmer Stoff. Ich wünschte, er wäre von innen halt auch so. Ist irgendwie nicht so eine Riesendiskussion wert, aber ich habe keine Lust mehr, Sachen zu kaufen, die ich nicht mehr trage. Wisst ihr, ich will einfach Sachen haben, die ich trage. Ich werde auch die nächsten Wochen einfach meine Schränke ausräumen und wirklich Sachen, die ich immer wieder trage, egal auch, wie oft ich sie trage, aber dass ich sie halt immer wieder gerne trage. Ich sag's euch zum Beispiel, diese Basics. Also ich habe jetzt leider nur einen hellbeigen Sloggy BH drunter. Deswegen ist es jetzt nicht, aber ich habe jetzt gerade schwarze bestellt. Die sind nämlich im Sale. Ich verlinke die euch in der Infobox. Aber es sieht ein bisschen, manchmal so ein bisschen hell hier aus, wegen des BHs. Jedenfalls diese Kaschmir. Das sind so ganz normale, ich drehe euch um, weil das sieht man jetzt hier nicht mehr. Das sind so ganz normale Kaschmir-Shirts. Die sind langarm. Und super weich. Ich habe die jetzt schon locker 3 Jahre oder so. Seht ihr, jetzt sieht es wieder so weiß aus wegen dem beigen Dings. Und die sind so lang und die trage ich einfach im Winter überall drunter von Intimissimi, weil sie so gemütlich sind und so warm halten. Also auch wirklich unter eure Stricksachen. Ich habe die im Beige und in Schwarz und in Braun. Ich habe hier einmal eine Hose bestellt. Das ist auch eine mit Maternity. Wo sind so einem Schokobraun mit einem Pflaume-Unterton. Und dazu habe ich passend noch ein. Oder ist das gar nicht passend? Ist das einfach nur so? Nee, das ist gar nicht passend. Das ist was anderes. Das hier ist einmal das Kleid. Aber hatte ich nichts Passendes dazu? Okay. Okay, wie dem auch sei. Dann probiere ich mal kurz die Hose an. Also die Farbe habt ihr ja gesehen. Und ich glaube, in der Kamera sieht es auch okay aus, wenn ich zum Beispiel so ein längeres Shirt an hätte. Aber die gefällt mir gar nicht. Das ist so eine Hose, die würde ich nicht tragen. Ich mag das, diese Streifen nicht. Ich finde das so, auch so ein bisschen
Billo aus. Deswegen werde ich die zurückgehen. Haben wir das Kleid hier? Ich glaube, wenn ich hier ausmache, werde ich vorne immer ein bisschen heller. Das ist so ein auch schönes, so eine Tasche in der Farbe, so eine Kosmetiktasche in der Farbe sehe ich gerade. Das ist so ein rot-auberginefarbenes Oberteil und es hat hier auf der Seite einen Megaschlitz. Ich muss sagen, in der Kamera sieht es besser aus, als es piekst am kompletten Körper. Meine ganzen Arme pieksen komplett und ich finde auch den Stoff nicht schön. Also wenn man da irgendwie genauer hinguckt, das sieht so ein bisschen old schon aus, als hätte ich das schon super oft getragen. No, no, no. Bei diesem Kleid mag ich die Zusammensetzung. Irgendwas stört mich aber trotzdem. Ich habe das Gefühl, es müsste so ein bisschen ordentlicher hier sitzen. Der Stoff müsste so ein bisschen hochwertiger sein. Ich finde aber die Machung des Kleides finde ich sehr schön. Also ich finde dieses herunterhängende und diese wunderschönen Puffy-Ärmel und dass es hier einmal elastisch ist und einmal so wieder so ein bisschen durchsichtiger und auch, dass es hier hinten so einen Rückenausschnitt hat und sowas finde ich sehr schön. Du kannst das hier einfach zusammenbinden. Unten ist es so asymmetrisch, an den Seiten ist es länger als in der Mitte. Ist jetzt auch super schön hier mit meinen Socken, ne? Allerdings mag ich die Schultern nicht. Ich finde die Schultern hängen so runter, wisst ihr, ich hätte mir so Schulterpolster, mehr Stoff irgendwie hier so gewünscht. Ich nehme mal so ein Pad von einem Sport-BH. Ja, seht ihr das? Ich hole euch mal auf meine Höhe. Wie schön das wäre dann. Und auf der Seite ist es so, es beschwert mich noch mehr. Bitte beachtet meine Socken nicht. Ja, aber auf jeden Fall, ich hätte es nicht so gemacht, dass es asymmetrisch wäre, weil ich finde irgendwie, es sieht aus, als würde da was fehlen. Weil es runter und dann kurz hoch und dann wieder runter, ne? Also es ist so. Leider ist mir das zu klein. Ich krieg es nicht zu hinten. Leider, aber das ist so ein schönes Kleid. Ich habe ja gesagt, am Wochenende sind wir, am Sonntag sind wir auf einer Hochzeit und ich passe leider nichts rein. Und es ist eigentlich auch, glaube ich, so ein bisschen so gedacht. Aber ich krieg das nicht zu hin. Also, mein Mann ist jetzt auch gerade nicht da. Ich finde es richtig bequem. Ich mag erstens diese Ärmel. Die sind voll schön. Vielleicht kann ich ein Foto wenigstens da machen. Ja, aber das geht nicht zu. Ich gucke jetzt mal kurz bei ASOS, ob das noch da ist, weil da stand auch, dass es schnell vergriffen ist. Oh, es war doch nur am Klemmen. Also, ich komme jetzt nicht hinterher. Das wird zugehen. Leute, das geht doch zu. Das geht zu. Es wäre, glaube ich, ein bisschen besser in der 40, weil das drückt so ein bisschen meine Brustplatte. Probieren jetzt mal kurz das andere Kleid, aber es ist wirklich ein schönes Kleid. Ich würde das so ein bisschen an den Schultern dann auch so ein bisschen runterziehen und dann so mit so schönen hängenden Ohrringen. Gucken wir mal. Kurz nicht erschrecken, das ist mir hier zu groß, ne? Das ist auch Größe 40. Allerdings wäre es besser, wenn es eine 38 oder eine 36 wäre. Oder man könnte das vielleicht mit einem Gürtel, ich weiß nicht. Beim letzten Kleid war übrigens auch ein Gürtel mit dabei, aber den kann ich jetzt, habe ich jetzt nicht dran, da hatte ich jetzt nicht angezogen, glaube ich. Also eine 38 gibt es nicht mehr, deswegen kann ich die auch nicht bestellen. Das wäre jetzt eine 40. Ich könnte das Kleid im Nachhinein schneidern lassen, das wäre kein Ding. Ich habe eine ganz tolle Schneiderin, die das machen kann. Ich bin ein bisschen unschlüssig mit dem Arm. Ich mag gerade meine Oberarme nicht. Also es ist so ein bisschen vorne kurz und hinten lang geschnitten. Ich glaube, dass ich eher meinen Mann holen würde, damit er mit mir entscheidet. Das ist halt so ein bisschen eleganter und so, ne? Das extra Maternity-Kleid. Nur das Problem ist, 38 ist ausverkauft. Bevor ich dieses ganze Theater mache, habe ich nochmal geguckt, was in meinem Schrank ist und ob ich in irgendwas reinpasse. Und darin fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Also es ist nicht, dass es zwickt, drückt, schmückt oder so. Und ich habe es auch noch nie angehabt, auf keiner einzigen Hochzeit. Oder zu keinem anderen Anlass oder sowas. Und ich finde es jetzt ein bisschen schade. Ich war nicht so 100 Millionen % überzeugt von den Kleidern. Deswegen habe ich mir jetzt das hier und noch ein schwarzes rausgelegt. Mal gucken, ob die besser sind. Ich werde die wahrscheinlich so ein bisschen tapen auf die Schulterhöhe, weil ich das schöner finde, wenn das so liegt. Ja, und ich denke, dass ich das einfach so tragen werde. Also das geht auch noch bis zu den Knien. Und dann kann ich mal gucken, ob ich in Schuhe reinpasse, Leute. Das ist auch wieder ein anderes Thema, obwohl ich glaube, ich würde normalerweise die Louboutins dazu tragen, weil sie einfach dann von hinten perfekt passen. Aber ob die passen, das ist wieder eine andere Frage. Dann haben wir noch das hier, das ist so ein Taucherstoff, finde ich.
Das ist ein bisschen enger noch, finde ich. Ein bisschen wellig hier alles aus. Das ist nicht so glatt liegend, sondern so... Ja. Das ist das Schlafzimmer. Wir sind gerade aufgewacht, aber das Bett brauche ich eigentlich nicht machen, weil ich muss jetzt gleich alles abziehen und abmachen und wegbringen. Weil die Lampen hier an den Seiten werden weggemacht und ich bin gerade so gerannt. Die Schalter werden verlegt und die Lampen werden dann von hier oben als Pendelleuchte über dem Nachttisch hängen. Und diese Lampe wird auch dicht gemacht. Stattdessen kommen hier drei Lampen dann nebeneinander hin, weil mich diese Lampe einfach total stört hier oben. Die nervt, die hängt so mitten im Raum, total doof. Und ja, das wird gemacht und deswegen werde ich jetzt hier einmal das Zeug rausräumen. Ein kurzer Zwischenstand. Hier oben wird gerade die Lampe versetzt. Und das echt, also das ist richtig Geröll. Das ist nicht so ein bisschen, sondern da fliegen richtig Steine runter. Deswegen haben wir hier auch alles rausgebracht. Aber hier war die Lampe und hier werden drei nebeneinander hängen. Und ja, hier sieht es noch so aus wie vorher. So, die Handwerker sind jetzt weg. Ich wollte damit in der Zwischenzeit eigentlich was drehen, aber es war super laut. Also drehen hätte ich vergessen können. Deswegen habe ich die ganze Zeit auf der Couch gechillt und bin jetzt in so einem müde Modus. Aber naja, egal. Die Männer sind weg und das Ergebnis sieht mittlerweile so aus. Ich glaube, man kann sich jetzt ein kleines bisschen besser vorstellen, was ich möchte. Also, die Wand wird ganz anders werden. Das werde ich euch ganz bald zeigen. Da kommt in 2 Wochen jemand, der macht eine grandiose Wand daraus. Und es war ganz wichtig, dass wir die Schalter umlegen, weil die Schalter waren auch teilweise hinterm Bett. Also die guckten nur so ein Drittel raus. Nee, die guckten 2 Drittel raus und waren so 1 Drittel dahinter. Was hier war, hier war bestimmt irgendwas, was ich abhaben wollte. Genau. Und dann wurde das hier einmal ja, so aufgeschlitzt, um dann eine Stromleitung dahin verlegen zu können. Meine Güte, hier sieht's aus. So, hier war, ist noch eine Lampe, damit wir auch Licht nachher noch haben. Ich weiß nicht, wann er kommt, um das zu verputzen. Es muss allerdings schon bald sein, weil das muss auch noch trocknen, bevor die Wand gemacht wird. Also so sieht es aus. Hier hingen auch noch so Kabel von den Wänden. Das war mir auch wichtig, dass die jetzt endlich mal rauskommen. Also die hingen da einfach nur aus den Wänden raus. Hier waren nämlich früher, bei den Vorbesitzern waren hier so Lautsprecheranlagen. Diese Lautsprecheranlagen haben wir nicht. Und hier in dem Zimmer ist das ganze Zeug. Es ist das ganze Zeug gelagert. Ich muss mal noch gucken, was ich mit diesen, ja, mit diesen Hochsäulen mache. Wie nennen die sich? Diese Dinge halt. Und ja, so sieht's aus. Das ist unser Teppich. Ich würde, glaube ich, gerne den Teppich. Also ich hätte gerne mehr Teppich im Zimmer, weil das Zimmer ist wirklich sehr groß und ich glaube, dass ich gucken werde, ob ich den irgendwie so hinlege oder ob ich irgendwie einen größeren Teppich für da noch hole und den hier dann mit sich lege. Ich habe in der Zwischenzeit übrigens auch meine Haare gemacht. Habe ich euch das vorhin gezeigt oder? Ich erinnere mich nicht. Die Koche suppt gerade. Die Suppe kocht gerade. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwas anfangen soll oder nicht. Mein Mann ist gerade zum Bauhaus gefahren, weil er hat nämlich die Garage komplett einmal ausgeräumt, aufgeräumt. Da war wirklich so viel Zeug drin, was wir nicht gebraucht haben, was so viel Platz auch genommen hat, sodass zum Beispiel die Tischtennisplatte die ganze Zeit auf der Terrasse stand, was mich genervt hat und auch so mein, dieser Platz einfach gefehlt hat, weil da lagen Fliesen, Schutt lag da noch und so von der Baustelle und das musste halt alles mal weg und das ist etwas, wovon man sich gerne drückt und ja, das kann ich nicht machen, das muss er machen und deswegen habe ich ihn jetzt ein bisschen unter Druck gesetzt. Und ja, so sieht's aus. Ich glaube, mein Stuck ist angekommen. Wir gehen jetzt mal runter und gucken mal an. Es sind nämlich 2 Pakete von Amazon angekommen. Ich habe gestern euch ja gesagt, dass ich BHs bei Sloggy bestelle. Den einen habt ihr ja gesehen und ja, ich vergesse es immer. Gestern war ein Angebot. Ich werde sie euch verlinken, falls ihr noch in die... Also ich werde sie euch so oder so verlinken, weil... Die sind auch 30 Euro wert. Ich habe die jetzt für, glaube ich, 22 oder so gekauft. Aber die sind auch 30 wert. Also ich habe jetzt die Größe M, habe auch vorher schon Größe M getragen. Da waren sie ein bisschen lockerer. Aber auch wenn die größer werden, heute trage ich den wieder. Auch wenn die Brüste größer werden, ist es nicht schlimm, weil es so super elastisch ist. Die auch mit Bügel und noch mit mehr Halt. Genau. Dann habe ich hier noch denselben in Schwarz. Ich glaube sogar einfach 2-mal in Schwarz. Das ist der und für diese schwarzen, ich habe auch bei Intimissimi eine Bestellung gemacht, weil die nämlich gerade bei der Glamour Fashion Week mitmachen und ich hatte da 20%
Und deswegen habe ich bei Intimacy mir auch ein paar Sachen bestellt. Und ja, total cool. Voll gut. Ich hätte jetzt die Bügel nicht gebraucht. Das ist jetzt ein bisschen unnötig für mich, weil ich die sowieso nicht aufhänge. Ich wasche die auch nochmal. Ich schmeiße die nicht in den Trockner. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich sie in den Trockner schmeißen würde. Ich wasche die einfach nochmal. Doch, ich schmeiße die sogar teilweise in den Trockner. Doch. Ja, aber ohne Pads. Also ohne diese Dinger da. Die wasche ich einfach nur und dann tue ich die raus. Und ja, die sind... Das sind einfach meine Lieblingsdinger. Eine Zuschauerin hat mir übrigens gesagt, dass man diesen Ton auch ausschalten kann. Das muss ich noch in Erfahrung bringen, wie das geht. Und dann mache ich das, weil das super nervt. Also der klingelt dann nur dreimal. So, ich habe mir jetzt noch die Lampen hier geholt, weil ich habe euch ja erzählt, dass die oben warm werden, dass ich aus Versehen nicht LED genommen habe. Und die Kugeln sind ja aus Glas und ich habe ein bisschen Angst, dass sie zu heiß werden, einreißen oder platzen. Deswegen habe ich mir nochmal hier meine Lämpchen geholt. Die sieht so lecker aus, hier auch so schön mit der Sonne. Ich habe jetzt einmal eine Jaila gemacht. Ich wollte euch kurz, bevor wir das Haus verlassen, für den Samstag mein Outfit zeigen. Und ich bin so happy damit. Das ist hier dieses Kleid, was ich euch gestern gezeigt habe und die Jacke. Und eine Tasche, die mir mein Mann geschenkt hat vor ein paar Wochen. Das ist die, auf jeden Fall eine Bottega. Und meine Calzedonia Strümpfe. Ich weiß gar nicht, wo ich euch am besten hinstellen soll, dass ihr das besser sehen könnt. Ich nehme mal einfach wieder vor den Spiegel. Alles gut. So, das ist jetzt das Outfit. Ich werde noch die Chloe Boots aus dem Farfetch Haul anziehen. Und das ist mein Outfit. Ich mag das voll. Es ist so ein bisschen winterlich, ne? Aber es ist ein schöner, sommerlicher Herbsttag. Schöner, sonniger Herbsttag, wollte ich sagen. Und ja, das Armband hat mir übrigens meine Mama zur Hochzeit geschenkt und zwar mir immer zu groß. Und jetzt passt es mir. So, dieses Regal wird heute abgeholt. Das wird es nicht mehr geben. Wir verkaufen das. Wir verkaufen das, weil wir finden, das passt nicht mehr hier rein. Deswegen räume ich das jetzt einmal auf. Absolut leer. Was ist das denn? Absolut voll. Oh, wir haben diese süße Karte dazu bekommen. So schön. Ich hoffe, dass es einen tollen Platz kriegt zu Hause. Und wir haben auch noch ein Geschenk fürs Baby bekommen. Das kann ich auch noch nicht zeigen, weil das ist Geschlechtsverrat. Aber irgendwann werdet ihr das sehen. Das ist so eine süße Karte. Und ich mache jetzt gerade den Boden sauber. Hier sind ja so Streifen. Und die kriegt ihr so easy mit einem Rasierschwamm einfach weg. Wisst ihr noch, als ich den Boden mit Glas, mit so Wattepads sauber gemacht habe? Die Zeiten sind vorbei. So, jetzt nehme ich einmal einen Hammer, weil ich habe jetzt gerade Löcher gebohrt. Hier mit dem neuen Bohrer, den haben wir jetzt gerade gekauft mit einem 6er. Da kommen jetzt Dübel in die Wand, weil mir reicht es nämlich, dass diese Dinger hier so drüber hängen. Ich will jetzt die Haken an der Wand befestigen, die ich euch in meinem Haul hier gezeigt habe, die hier. Ich habe nämlich gerade was bei McDonald's bestellt, weil ich habe gesagt, so, ich kann jetzt gerade echt nichts kochen für alle. Und es ist okay, eine gute Ausnahme an einem Sonntag, schon okay. So, jetzt mal gucken, ob die Sachen hier reinpassen. Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen zu klein. Nö, ist okay. Dann müsst ihr gucken, ob in die Dübel theoretisch eine Schraube passt. Und das passt. Also wenn man das jetzt reindreht, das passt von der Länge, passt auch von der Dicke. Jetzt suche ich vier gleiche Schrauben. Also ihr könnt das, Ladies. Ihr müsst auf niemanden warten. Ihr könnt das schon. Jetzt habe ich einen Akkuschrauber, weil ich keinen Bock habe, das reinzudrehen. Aber könnt ihr natürlich auch. Und die verschiedenen Aufsätze. Schlitz natürlich zu Schlitz. Ich habe schwarze Schrauben gefunden. Mal gucken, ob ich jetzt so gleich lange habe ungefähr. Könnten ein wenig zu lang sein. Mit der schwarzen Schraube ist natürlich unauffälliger als das mit der silbernen. Ist jetzt auch egal, aber ich finde es besser mit der schwarzen. Ne? Aus hängenden wurden hängende. Nein, es ist natürlich viel cooler, wenn die jetzt so hängen, als wenn die da über dem Türdings da hängen. Jetzt muss ich noch hier von dem Schrauben bzw. von dem Bohren das hier wegmachen. So, ich habe gekocht. Und dann kommt Leute. Ich hatte ja hier auch so ein Rolldings, also so ein, wie heißen die Teile nochmal? Vorhänge. Vorhänge, genau. Und da haben wir jetzt gerade einfach nochmal reingebohrt und Dübel reingesetzt, weil es wirklich sehr, sehr wackelig war. Und jetzt muss ich nur noch die Aufsätze draufschreiben. Schrauben, die sind hier. Tada, hängt. Ist zwar wackelig, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Irgendwie habe ich irgendwas falsch gemacht, aber ich weiß nicht, was, aber es hängt. Das sind übrigens die Blumen, die ich vom Biotherm bekommen habe. Ich hatte euch vorhin davon erzählt, also vor ein paar Minuten für euch, gestern oder so. Und ja, die sind so wunderschön und das ist auch so süß geschrieben. Könnt ihr euch ja hier einmal kurz durchlesen.
sehr, sehr süß. Ja, habe ich mich auch sehr gefreut. Ich habe übrigens doch die Blender, also der ist leichter zum Waschen, aber der hier, das ist dieser feinporige. Also der hat so eine Struktur, so dass er größere Poren hat und ich habe den nicht sauber gekriegt mit der Seife, aber tatsächlich doch noch mit diesem Magnet von Glow. Also sehr, sehr gut. Ich habe mir zwar eine Seife bestellt, ist nicht so schlimm. Am Mittwoch im Vlog werden wir dann das Haus weitermachen. Ihr habt ja gesehen, Wohnzimmer ist noch eine Katastrophe. Ich versuche morgen zu Ikea zu fahren. Aber ich werde diesen Vlog hier beenden, damit ich auch neu drehen kann und bis dahin noch euch spannende Sachen zu erzählen habe. Also vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Aktiviert die Glocke, damit ihr das auch auf gar keinen Fall verpasst. Ich bedanke mich sehr, dass ihr ein Teil dieses Videos seid und freue mich sehr auf Mittwoch. I love you.